In dieser Folge setzen wir unseren Ostfeldzug gegen die Sowjetunion fort und werden unter anderem auf Vilnius, Lemberg und Riga marschieren. Unsere U-Boote erringen in der Atlantikschlacht enorme Erfolge bei der Versenkung feindlicher Handelsschiffe und die kaiserliche japanische Armee stürmt an der Mittelfront in Richtung Zhengzhou. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Strategic Command World War II World at War. Los geht's! In der letzten Folge begann das Unternehmen Barbarossa. Unsere Einheiten konnten an allen Abschnitten wie geplant vorrücken und die sowjetische Armee hatte massive Verluste zu verkraften. Und auf dem chinesischen Kriegsschauplatz konnten die Japaner in harten Kämpfen die Stadt Yishan erobern. Schauen wir uns den gegnerischen Zug an. Die UdSSR verlegt Industrie aus der Ukraine in den Ural. Die Industrie in der Ukraine wird durch die Verlegung in den Ural gestört. Chinesische Moral steigt durch die Ankunft sowjetischen Nachschubs. Die Sowjets ziehen ihre Einheiten zurück. Bei Heeresgruppe Süd werden Einheiten nach vorne gebracht. Einheiten werden verstärkt. Im Süden baut der Sowjet eine komplette Verteidigungslinie auf. Aha. Erneute Angriffe mit dem Flugzeugträger gegen unsere Garnison. Kein Ergebnis diesmal. Kunming greift an. Angriff auf das ungarische Korps. Ja, er konzentriert sich hier stark im Süden. Rückzug bei den Chinesen. Sowjetisches U-Boot. Platziert weitere Einheiten im Norden. 21. Korps hat Nachschubmangel. US-Versorgungsschiffe nehmen Kurs auf Vladivostok. Das Vereinigte Königreich startet Nordmeer-Konvois für die UdSSR. Und wir überfallen 6 Konvoirouten. Zusammenfassung der militärischen Aktivitäten. Wir versenken eine Menge Handelsschiffe mit unseren U-Booten und den Handelskreuzern. Insgesamt sind es 94 MPP, die wir versenkt haben. Beste Ergebnis, was wir bis dato erreichen konnten. Armee gesichtet bei Ulan-Ude. Armee bei Polotsk. Japan wird avisiert, Vladivostok zu blockieren. Die USA senden Nachschub an die Sowjetunion über Vladivostok. Wir könnten dies verhindern, indem wir Marineeinheiten auf den markierten Feldern bei Vladivostok stationieren. Wenn wir dies tun, könnte die Sowjetunion unsere Schiffe angreifen und beschädigen. Dies könnte auch ein Grund für Stalin sein, uns den Krieg zu erklären. Damit könnte es besser sein, diese Nachschubroute unbehelligt zu lassen. Als Alternative könnten wir verhindern, dass diese Lieferungen Russland erreichen, indem wir in einer der folgenden Städte landen und sie besetzen. Honolulu, Los Angeles, San Francisco, Vladivostok. Vladivostok macht keinen Sinn, da wir in diesem Fall ja auch in den Krieg mit der Sowjetunion einsteigen müssten. Los Angeles und San Francisco ist ein bisschen weit weg. Honolulu auf Hawaii wäre eine Möglichkeit. Das überlegen wir uns, wenn es soweit ist. Aber wir werden Vladivostok mit unseren Schiffen nicht blockieren. Die Japaner werden sich aus dem europäischen Krieg momentan raushalten.
Und wir bekommen mit dem Deutschen Reich das U-Boot U-81 und die 2. Garnison. Und die Japaner bekommen eine Fallschirmjäger-Division und die 2. Nanjing-Garnison. Hören wir später auf. Gehen wieder nach Europa. Wir gehen an die Ostfront und zwar zuallererst zur Heeresgruppe Nord. Und hier sehen wir bereits, dass der Russe jede Stadt verteidigen wird, um uns Stolpersteine in den Weg zu legen, damit wir unsere Ziele nicht erreichen. Es wird kein einfacher Kampf gegen die Russen. Wir müssen zuallererst diese Ortschaft hier erobern, um nach Riga zu kommen. Weiteres Ziel sind diese beiden Einheiten hier, einmal diese Armee als auch dieses Korps bei Vilnius. Da müssen wir taktisch gut planen, welche Einheiten wir wo, wann einsetzen. Starten wir hier bei Šiauliai. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Wir setzen zuallererst unsere mittleren Bomber ein, gegen das Korps, um die Verschanzung runterzubekommen. Ja, die Verschanzung ist runter. Dann greifen wir mit der ersten Armee an. Freischaden. Ja, könnten wir mit dem Korps angreifen oder mit der Armee. Würde die Armee aber gerne gegen diese Armee einsetzen. Wir haben hier noch die 10. Panzergrenadierdivision. Ziehen die mal eins vor. Und gegen Riga würde die Division nicht viel ausrichten können. Da greifen wir mit den Panzergrenadieren ebenfalls die Ortschaft an. 2 Schaden. Wir gehen nochmal drauf. Und 4 Schaden. Ja, ja, und jetzt müssen wir das Korps einsetzen. Ja, wir haben das Korps aus dem Spiel genommen. Dann ziehen wir die erste Armee Richtung Riga, damit sie sich schon mal aufstellt für die nächste Runde. Die Panzergrenadiere bleiben dort. Und das Korps können wir hier hochziehen. Wir ziehen auch bereits den von Leb hier in die Ortschaft rein. Dann kümmern wir uns um die 27. sowjetische Armee. Schau ich mal, wir haben ja hier noch einen taktischen Bomber. Wollen wir den Bomber gegen Vilnius schicken oder auf die sowjetische Armee? Wir greifen die sowjetische Armee an. 2 Schaden. Sehr gut. Dann die 8. Armee gegen die 27. Armee. 3 Schaden. Dann müssen wir die 4. Panzerdivision einsetzen. 2 Schaden. Kommen wir da ein anderes Korps noch hin? Ja, wir könnten mit dem 21. Korps nachziehen. Das machen wir. Dann greifen wir ebenfalls die Armee an. 2 Schaden, sehr gut. Dann ziehen wir das 2. Korps noch nicht vor. Jetzt muss ich mal überlegen, haben wir eine Möglichkeit, vielleicht mit den Jagdflugzeugen die Armee rauszubekommen? Wir greifen mal an. Nein. Im anderen Jagdflugzeug. Auch nicht. Schade. Nehmen wir die Jagdflugzeuge eins vor. Du gehst 2 Felder vor. Wir haben noch einen Angriff frei mit der 4. Panzerdivision. 4. Panzerdivision gerne gegen Vilnius einsetzen. Wir bekommen da oben aber keine andere Einheit mehr hin. Außer dem 2. Korps und der 4. Panzerdivision. Ja, dann nehmen wir die 4. Panzer. Geht hier vor und greift an. Ja. Die Armee ist raus. Gehen weiter vor, Feindkontakt. Und haben weiteren Schaden bekommen. Ziehen die Armee nach. Dann greift das 2. Korps Vilnius an. Die Verschanzung runterzubekommen, haben Schaden erlitten. Dann die 3. Armee, ebenfalls gegen Vilnius. 3 Schaden, keiner bei uns, sehr gut. Ja,
Wir haben hier noch einen taktischen Bomber, den können wir hier nicht einsetzen. Und der mittlere Bomber hat ebenfalls keine Reichweite hier. Dann gehen wir zuallererst auf das eingeschlossene sowjetische Korps. 4 Schaden, einer bei uns. Und das slowakische Korps vernichtet hoffentlich das sowjetische Korps. Ja, ausgeschalten. Sehr gut. Können wir jetzt das 28. Korps ranziehen. Ebenfalls gegen Vilnius. 2 Schaden, sehr gut. Da muss die 11. Panzerdivision ran. Die geht hier hin. Und greift Vilnius an. Jawohl. Dann ist der Weg frei durch Vilnius. Wir ziehen mit der Armee rein. Der von Rundstedt zieht nach Kaunas. Wenn die Bomber nachziehen. Da können wir mit der 11. Panzer noch das Kavalleriekorps angreifen. Oder ziehen wir erstmal die Pack nach. Wir greifen mit der 11. Panzer an. 5 Schaden. Keiner bei uns, sehr gut. Gehen eins hoch. In die Pack nach und greifen ebenfalls die Kavallerieeinheit an. 3 Schaden, sehr gut. Keiner bei uns. So, kann der Slowake nachgezogen werden. Das Korps kann nachgezogen werden. Das 72. Korps können wir hier zum Einsatz bringen. Da warten wir noch. Dann starten wir einen Angriff gegen den Panzerzug. Ja, ein Schaden, keiner bei uns. War kein gutes Ergebnis. Dann ziehen wir das 12. Korps hier hin und greifen die Kavallerieeinheit an, um es zu vernichten. Jawohl, sehr gut. Dann setzen wir unsere Panzer ein gegen den Panzerzug. Diese Panzerzüge können ganz schön lästig werden mit der Zeit, daher müssen wir sie so schnell wie möglich rausnehmen. Und zweiter Angriff. Panzerzug wurde vernichtet. Wir ziehen die Einheiten nach. Bist du hier hin? Die anderen können wir hier nicht reinziehen, leider. Dann ziehen wir den Mannstein hier hin. Bohr kann hier hin. Dann gehst du hier hin. Der von Küchler zieht nach Süden. Der gehört ja zur Heeresgruppe Süd. In die Flieger nach. Können wir in der nächsten Runde direkt gegen Minsk einsetzen. Und du bleibst erstmal hier bei Kowel mit der Jagdeinheit. Machen unsere Angriffe bei der Heeresgruppe Mitte. Wir gehen zur Heeresgruppe Süd. Historisch war die Heeresgruppe Süd die von der Anzahl der Divisionen her gesehen die stärkste Heeresgruppe. Hier wurden jedoch mitgezählt die ungarischen Einheiten, die rumänischen Einheiten. Dann waren kroatische Einheiten dabei. Dann hatten wir das slowakische Korps und das italienische Korps, das ebenfalls hier mitmarschiert ist. Bei der Heeresgruppe Nord als auch bei der Heeresgruppe Mitte waren vorwiegend deutsche Einheiten im Einsatz. Und nur sehr wenige nicht-deutsche Einheiten, wie zum Beispiel die spanische blaue Division, die bei der Heeresgruppe Nord eingesetzt wurde. Wir sehen hier bei der Heeresgruppe Süd, dass die Rote Armee hier eine sehr gute Verteidigungsstellung aufgebaut hat. Diese Verteidigungsstellung werden wir zwar aufbrechen können, das wird uns jedoch Zeit kosten. Wir müssen jedoch zuallererst Lemberg und Ternopil einnehmen. Da werden wir zuallererst mit unseren ungarischen Einheiten gegen die mechanisierten Kräfte vorgehen. Angriff. 3 Schaden, sehr gut. 3 bei uns, okay. Dann setzen wir die erste Armee ein. Ja, 4 Schaden. Und zieht sich zurück. Mhm.
Wir haben einen taktischen Bomber bei der Heeresgruppe Süd. Den könnten wir hier einsetzen. Wir setzen den taktischen Bomber hier gegen das 15. Korps ein. Drei Schaden. Gehen eins vor. Was haben wir für ein Ergebnis gegen Lemberg? Da ist eine Verschanzung von 3. Die Bereitschaft und Moral ist auch nicht schlecht. Ja, wir müssen anfangen, die Verschanzung runterzubekommen. Wir greifen an mit dem 4. Korps. Ja, ein Schaden bei uns, okay. Dann kommt das 6. Korps ran. Wir greifen an. 2 Schaden bei uns, heftige Verluste. Dann greifen wir mit dem 30. Korps an. Schaden beim Russen. Ein Schaden bei uns. Verschanzung ist jetzt runter. Dann ziehen wir zuallererst mit der 4. Armee hier hin. Und greifen die leichten Panzer an. 5 Schaden, sehr gut. Ziehen uns wieder zurück. Ziehen mit der Division Großdeutschland vor. Um den leichten Panzer aus dem Spiel zu nehmen. Jawohl, sehr gut. Wir haben ja noch einen zweiten Angriff, da warten wir nochmal. Dann könnten wir die 3. Panzerdivision einsetzen. Und die 1. Armee können wir hier auch noch einsetzen. Wir ziehen die 1. Armee hier hin und greifen die mechanisierten Kräfte an. Und haben sie rausgenommen, sehr schön. Und dann nehmen wir die 3. Panzerdivision gegen Lemberg. Ja, 5 Schaden. Einer bei uns. Und gehen nochmal drauf. Ja, fantastisch. Das war wichtig. Gehen wir mit der Panzerdivision hier hin. Dem Italiener können wir noch rangehen, hier nach Ternopil. Das Korps zieht ran. Hier kommt ran. Dann ziehen wir mit der 2. Armee hier nach Czernowitz. Können wir die Fallschirmjäger verstärken? Ja, das machen wir dann auch. Hier mit den Italiener hier hin. Und du gehst erstmal nach Lemberg. Ungarische Hauptquartier ziehen wir ebenfalls nach. Jagdflugzeug ziehen wir erstmal nach Kowel. Dann werden wir das 1. ungarische Korps einsetzen und zwar gegen das 15. Korps. Ein Schaden, ja. Das Korps zieht sich zurück direkt in die Hände von Großdeutschland. Wir haben ein Ergebnis von 0 zu 3. Ich hoffe mal, wir kriegen ein Ergebnis von 0 zu 4. Wir greifen an. Nein, leider nicht. 0 zu 3. Dann werden wir hier erstmal die Straße abschneiden. Du kannst hier vor. Du kannst hier hin. Dann ist Ternopil abgeschnitten. Wir müssen hier die Straßenverbindung bei Cherkassy Oman abschneiden. Mit keinen weiteren Verstärkungen hier herangeführt werden. Wir greifen zuallererst mit der 14. deutschen Armee an, und zwar das Korps. Keine Nummer hat. 6 Schaden, fantastisch. Das war ein sehr guter Angriff. Ziehen vor. Dann setzen wir das bulgarische Korps ein. Das Korps wurde vernichtet, sehr schön. Dann ziehen wir mit dem deutschen Korps vor. Und Cherkassy ist ebenfalls besetzt. Wir ziehen vor und greifen an. Jawohl, 3 Schaden. Gegebenenfalls können wir in der nächsten Runde Cherkassy nehmen. Da sind die Einheiten schon mal im Sack. Zweite Armee zieht hier hin. Und wir greifen schon mal hier Richtung Cherson an. 2 Schaden, okay. Einer bei uns. Bulgarische Korps zieht hier hoch. Im rumänischen Korps könnten wir hier hinziehen. Das machen wir doch nicht, oder? Doch, das machen wir. Ziehen mit dem rumänischen Korps hier hin, um unser Hauptquartier abzusichern. Und das italienische Korps geht hier hin.
Die erste Panzerdivision werden wir upgraden. Und zwar weiterentwickelter Panzer. Und wir werden gleich auch die Luftabwehrwaffen upgraden. Wird uns 38 MPP kosten. Machen wir. Dann ziehen wir den Dimitrescu nach Odessa. Der vom Bock zieht eins vor. Jagdflugzeug können wir hier hinziehen. Der Bomber zieht am besten hier runter. Das waren unsere Angriffe bei der Heeresgruppe Süd. Die Rote Armee hat wieder schwere Verluste erlitten. Aber man muss sagen, sie halten uns auf. Schauen wir uns mal die Partisanenaktivität an. Die fängt erst hier bei Kiew an, im südlichen Bereich. Dann haben wir hier Partisanen südöstlich von Minsk. Und hier erst bei Pskow und Polotsk. Da werden wir noch keine Garnisonen kaufen. Dann gehen wir nach Finnland. Hier werden wir zuallererst das Jagdflugzeug auf 10 bringen für 62 MPP. Dann werden wir das Helsinki Corps upgraden mit Infanteriewaffen und Mobilität für 75 MPP. Dann werden wir hier einen Austausch durchführen, das 2. Korps gegen die Armee, damit wir die Isthmus-Armee upgraden können. Und zwar die Armee bekommt ebenfalls Infanteriewaffen und Mobilität für 125 MPP, meine Güte. Machen wir. Könnt mit dem 2. Korps angreifen. Machen wir. Kein Ergebnis. Wie ist denn die Versorgung da vorne? Bei 5. Wenn ich mit dem Hauptquartier vorziehe, würde es besser werden. Ich habe hier doch mit dem Hauptquartier noch was anderes vor. Wir werden die 2. Garnison hier in die Ortschaft schicken, die der Russe nicht besetzt hat bei seinem Zug. Gehen wir hoch. Ja, und die Garnison sollen einfach nur halten. Gehen wir mal kurz hoch, mal schauen. Warum bekommen die finnischen Einheiten die Mobilität? Weil ich vorhabe, dass die finnischen Einheiten mit Unterstützung des deutschen Oslo-Korps eine Offensive in Richtung Murmansk starten. Aufgrund der Entfernung, die wir haben, ist es auch erforderlich, dass ein Hauptquartier dabei ist. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir hier vorankommen. Ist ein Korps ausreichend, um die Stellung hier bei Viipuri zu sichern? Oder brauchen wir hier noch weitere Kräfte? Was können wir denn bei den Finnen kaufen? Können wir noch eine Garnison kaufen und ein Korps? Behalte ich mal im Hinterkopf. Ich will die MPP jetzt momentan noch nicht ausgeben. Mal schauen, wie wir die MPP an den anderen Fronten noch benötigen. Dann gehen wir zur Kriegsmarine. Da ist das sowjetische U-Boot aufgetaucht. Das werden wir auch attackieren mit den Zerstörern. Wir greifen an. 2 Schaden. Keiner bei uns. Guter Angriff. Dann kommt der Zerstörer 20 zum Einsatz. Und Wasserbomben los. Und das ist ein Schaden bei uns. Das war kein gutes Ergebnis. Bleiben die Zerstörer da. Und wir werden unsere schweren Einheiten hier aufstellen, falls die sowjetische baltische Flotte seinem U-Boot zu Hilfe kommen wird. Dann schauen wir kurz in den Westen. Und wir sehen, dass wir hier nichts machen müssen. Die Garnison halten. Dann gehen wir nach Norwegen. Die deutsche Oslo-Garnison werde ich in dieser Runde noch nicht transportieren. Ich werde zuallererst die 2. Garnison aufstellen. Die werden wir in der nächsten Runde dann nach Oslo bringen. Wir haben noch unseren Marinebomber. Das 10. Fliegerkorps.
Das 10. Fliegerkorps startet von Tromsø aus die Angriffe auf alliierte Handelsschiffe auf der Nordmeerroute. Hierzu stellen wir den Konvoi-Modus auf Überfall und greifen die Konvoi-Route an. Einmal und zweimal. Ich bin mal gespannt, wie viele MPP so ein Marinebomber versenkt. Dann haben wir noch eine weitere neue Einheit. Und zwar das U-Boot U81. U81 werden wir nicht in den Atlantikhäfen aufstellen, sondern hier bei Bremen. U81 ist vorgesehen, die Nordmeerroute anzugreifen. Je weniger Versorgung die Sowjetunion bekommt, umso schneller wird unser Angriff an der Ostfront vorankommen. Dann wechseln wir in den Nordatlantik. U30 hat eine Versorgung von 7. Wir ziehen mit U30 ein Stück weiter nach Westen. Und zwar hierhin. Gehen wir zuallererst, ich überlege U37 in den St. Lawrence-Strom zu schicken. Wir lassen hier den Kanadier keine Ruhe. Wir schicken das U-Boot dahin. Da soll es zumindest für eine Runde Quebec beschädigen. Dann haben wir U73. U73 bringen wir zuallererst nach Brest. Das U-Boot soll versorgt werden. Dann haben wir U35. U35 geht etwas weiter in den Süden. Hierhin. U32 hat nur eine Versorgung von 5. Dann lassen wir doch erstmal hier ganz zwei Zonen weiter runtergehen. Der Schlachtkreuzer Gneisenau bleibt im Hafen. Gehen wir weiter runter. U47. U47 geht weiter in den Süden. Hierhin. Dann haben wir noch die Admiral Graspe. Die ist ja zum zweiten Mal im Südatlantik. Du gehst hier auf die Route. Und in der nächsten Runde wird die Admiral Graspe wieder mal in Kapstadt Hallo sagen. Dann gehen wir zu unserem zweiten schweren Kreuzer, der Admiral Scheer. Der Admiral Scheer bewegt sich weiter Richtung Australien. Bleiben wir auf der Konvoi-Route oder wollen wir nach Perth? Der Admiral Scheer hat eine Versorgung von 5. Das heißt, unsere Operationszeit vor Australien ist begrenzt. Aber wenn wir nach Perth ziehen, würden hier ein oder zwei Runden den Hafen beschädigen und uns dann wieder auf die Konvoi-Route bewegen, um dann wieder in Richtung Atlantik zu segeln. Zurück nach Europa. Hier haben wir noch das 26. italienische Corazza-Korps. Das zieht Richtung Bacau. Wir schauen nochmal auf die Partisanenkarte. Und wir sehen, dass zusätzliche Partisanen in Griechenland aufgetaucht sind. Hier war doch vorher nur in Athen ein Partisanenzeichen. Aha. Müsste mich doch schwer irren, wenn die Partisanen hier vorher schon da waren. Glaube nicht. Und wenn wir die dritte Garnison nach Thessaloniki ziehen. Wir brauchen hier noch eine Garnison. Das Korps kann die beiden Partisanen abdecken und wir brauchen noch eine Einheit hier bei Kalamata. Schauen wir mal, was eine bulgarische Garnison kostet. 50 MBP. Kroatische. Sind wir schon am Limit. Wir kaufen mit dem Deutschen Reich für 50 MBP ein bulgarisches Korps. Das wir dann hier bei Thessaloniki einsetzen können. Und die Garnison soll dann in den Süden. Ja. Dann setzen wir das Korps hier ein, damit die Partisanen hier in den beiden Städten abgedeckt sind. Und den müssen wir dann noch abdecken. Kommen wir nach Malta.
Die erste Fallschirmjägerdivision haben wir in der letzten Runde bereit gemacht, damit sie hier auf Sizilien abspringt. Wir werden zuallererst die Garnison hier in Transporter schicken für 13 MPP. Und dann werden wir die erste Fallschirmjägerdivision auf Sizilien abspringen lassen. Das hat ja den Hintergrund, dass ich keine MPP ausgeben wollte, damit mir die Fallschirmjägerdivision per Transportschiff aufs Festland bringen. Fallschirmjägerdivision soll als Riesenreaktionskraft dort eingesetzt werden, wo sie benötigt wird, soll aber hier in Sizilien stationiert bleiben. Dann schicken wir noch die erste Garnison nach Malta als Besatzungstruppen. Dann werden wir bei den Italienern die beiden Kreuzer auf volle Stärke bringen. Schauen wir mal kurz in die Forschung bei den Italienern. Marinewaffen stehen bei 45%. Infanteriewaffen stehen bei 85%. Das heißt, hier müssten auch in den nächsten beiden Runden die Infanteriewaffen fertig sein. Dann können wir die italienische Infanterie upgraden. Müssen wir uns mal ein bisschen MPP aufsparen hierfür. Wir fahren mit der Leonardo da Vinci wieder die Häfen ab. Die Rolneve wagt sich nicht mehr in das östliche Mittelmeer, was gut für uns ist. Dann nach Nordafrika. Hier werden wir zuallererst verstärken. Wir werden das Korps verstärken. Wir werden die 10. Armee verstärken. Panzerdivision können wir nicht verstärken, weil sie schlecht versorgt ist. Wir könnten das Jagdflugzeug verstärken, das machen wir auch. Wen könnten wir denn ranführen nach Alexandria und nach Kairo? Wir könnten die 5. Armee mit Gewaltmarsch nach Alexandria bringen. Wie sieht es mit dir aus? Nee, können wir nicht. Wir ziehen mit der 5. Armee hier vor. Da ist eine gegnerische Artillerieeinheit. Wie sieht es mit dem italienischen 4. Korps aus? Könnten wir hier hinbringen? Schauen wir in die Versorgung. Ja. Panzerdivision hat nur noch eine Versorgung von 2. Hier ist eine gegnerische Packeinheit. Das wird gefährlich für unsere Panzer. Und hier im rückwärtigen Bereich wartet die neue britische Panzerdivision. Dann nochmal in die Versorgung. Wir werden hier einen Austausch durchführen mit den beiden Panzereinheiten. Wir ziehen das Hauptquartier nach. Kann man nochmal rein. Ja, und dann können wir in der nächsten Runde die deutsche Panzerdivision auf volle Stärke bringen. Die deutsche 10. Armee können wir dann vorbringen, das Korps ebenfalls, und können hier eine Linie aufbauen. Unsere Artillerieeinheit dann nach El Alamein ziehen, um unseren Angriff auf Kairo als auch nach Alexandria zu unterstützen. Du ziehst hier runter, die Armee bleibt in Tobruk. Ja, die taktischen Bomber sind hier nicht einsatzfähig. Komm hier gar nicht ran. Ziehen wir den taktischen Bombern hier hoch. Wir müssen in den nächsten Runden hier in Ägypten einen Durchbruch erzwingen, damit wir den deutschen Einheiten nach Nahost ziehen können und mit Teilen der italienischen Einheiten in Richtung Ostafrika ziehen können, um unsere Einheiten dort entsetzen zu können. Ist ein zähes Kämpfen hier in Nordafrika. Dann haben wir mit dem Deutschen Reich 153 MPP. Ich schaue mal in die Forschung. Schau mal in die Diplomatie. Wie sieht es denn bei den Schweizern aus? Da bewegt sich überhaupt nichts. Um einfach mal zu schauen, ob sich da mal überhaupt was bewegt, gebe ich mit dem Deutschen Reich nochmal 50 MPP aus. Wir werden eine 2. Marke in die Schweiz investieren. Da haben wir noch 103 MPP, die behalten wir für die nächste Runde. Wir gehen nach Ostafrika. Und hier sehen wir, dass eine indische Armee aufgetaucht ist bei Berbera.
Unser zweites Korps hat eine Versorgung von 5. Kann hoffentlich einen Angriff der indischen Armee abwehren. Und hier kann wieder kein Ergebnis erzielt werden. Ich werde aber mit dem Abyssinien-Korps das zweite Korps einfach mal angreifen. Wir haben Verlust erlitten. Das war nicht gut. Ich wollte solche Angriffe nicht starten. Wir haben jedoch einen Erfahrungspunkt gewonnen. Ja. Dann war es das in Ostafrika und wir gehen zu unserem italienischen Zerstörer. Den wir wieder ein bisschen in den Indischen Ozean bewegen werden. Der muss jetzt einfach mal hin und her bewegt werden hier im Indischen Ozean. Bis wir ihn vielleicht irgendwann mal wieder aufbrechen können hier bei Massawa. Das waren unsere Züge mit den Italienern. Wir haben 156 MPP mit Italien. Wir gehen mal in die Forschung. Können wir hier irgendwas Sinnvolles forschen mit den Italienern? Wir könnten noch weiter in die Industrietechnologie investieren. Die Forschung ist eigentlich nie verkehrt. Oder behalten wir die 156 MPP, um unsere Einheiten dann in den nächsten Runden auf die Stufe 2 Infanteriewaffen upgraden zu können, wenn die fertig geforscht sind? Nein, wir investieren die 125 MPP. Je mehr MPP wir in Zukunft bekommen, umso besser. Den Rest behalten wir. Wir gehen zum Kaiserreich Japan. Wieder an die Südfront. Die Südfront hat zwei Stoßrichtungen. Einmal eine Stoßrichtung nach Kunming, um hier die Versorgung der Chinesen durch die Burma-Straße zu unterbrechen. Die andere Stoßrichtung, die ist ganz klar, die geht nach Chongqing. Wir beginnen hier erstmal Richtung Kunming. Alle unsere Einheiten hier im Süden, zumindest die Korps als auch die Armeen, sind auf Stufe 2 abgegradet. Wir greifen mit dem zweiten Korps das chinesische Korps an. 3 Schaden, einer bei uns. Dann werden wir hier im Süden ebenfalls die zweite Quantum-Armee einsetzen. Hierzu ziehen wir dieses Korps zurück. Ne, noch nicht. Wir ziehen erstmal das 13. Korps hier vor, ziehen das Korps zurück und ziehen dann diese Armee erstmal vor und greifen das chinesische Korps an. 5 Schaden, sehr gut. Vernichten hoffentlich das Korps mit dem 13. japanischen Korps. Ja. Können sogar eins noch vor, sehr gut. Kannst dann auch noch eins vorgehen. Unser Befehlshaber geht nach Kaishou. Ich schaue mal auf die Partisanenkarte. Ja. Wir werden die Garnison in Richtung Kunming bewegen. Wir haben ja eine neue Garnison erhalten. Und zwar die zweite Nanjing-Garnison. Die stellen wir erstmal hier auf. Die werden wir dann Richtung Nashang bewegen. Und die Garnison wird hier Richtung Kaishou bewegt. Wir können hier bei Chongqing beobachten, dass der Chinese Infanteriewaffen 1 erforscht hat. Das heißt, er wird seine Einheiten demnächst auf Infanteriewaffen 1 upgraden. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Ja, momentan keine großen. Weil die gegnerischen Einheiten sind verschanzt. Mhm. Hast du hier? Ja, kannst du. Was hast du denn mit Versorgung, wenn du zum Fluss ziehst? Versorgung von 6, das ist gut. Dann ziehst du hier hin. Und greifst das 12. chinesische Korps an. Ein Ergebnis, dann können wir diese Armee hier ranziehen. Greifen zuallererst mit der ersten Quantum-Armee an. Ein Schaden. Ein Schaden bei uns. Und dann mit der 17. koreanischen Armee. Ein Ergebnis und ein Schaden bei uns. Aber die Verschanzung ist schon mal runter auf 1. Können wir das Korps verstärken? Nein. Das waren dann unsere Angriffe hier an der Südfront. Und das mit der Armee gefällt mir hier nicht. Die ist absolut unproduktiv hier in dem Bereich. Ziehen die Garnison hier hin. Und die Armee zieht hier hin. Ich glaube nicht, dass der Chinese Richtung Changsha ziehen wird.
unter anderem seine Versorgung aus Yishang verloren hat. Und die dritte Armee können wir dann hier bei Chongqing zum Einsatz bringen. Gehen wir zum Mittelabschnitt. Hier können wir unsere Bomber zum Einsatz bringen. Den strategischen Bomber gegen Städte einzusetzen, ist sehr verlustreich für uns. Daher werden wir den Bomber in den nächsten Runden erstmal gegen Einheiten einsetzen. Wir verstärken ihn mal für 73 MPP, meine Güte. Ja, wir bringen ihn auf volle Stärke. Dann haben wir die 11. Regionalarmee, die werden wir upgraden. Infanteriewaffen 2. Dann werden wir das Korps auf volle Stärke bringen für 43 MPP. Was für Angriffsmöglichkeiten haben wir hier bei Shengshou? Könnten Richtung Shengshou schon angreifen, wenn wir unsere Bomber zum Einsatz bringen. Wir setzen zuallererst unsere mittleren Bomber gegen Shengshou ein. Schaden bei uns. Verschanzung ist runter. Dann unsere taktischen Bomber. Kein Ergebnis. Weiter bombardieren. Ein Schaden. Zwei bei uns. Wir greifen weiter an. Zwei Schaden wieder bei uns. Viele Flugzeuge von uns abgeschossen. Dann greifen wir mit der 17. Armee an. Zwei Schaden. Keiner bei uns. Kommt das Korps zum Einsatz. Ein Schaden. Und zwei bei uns. Gehen mit der 13. Armee hier hoch und könnten hier reinziehen. Ja. Dann ziehen wir das Korps hier hoch. Die Armee geht hier hoch. Und die Armee kann hier rein und ebenfalls angreifen. Ja, drei Schaden, sehr gut. Dann werden wir hier einen Austausch durchführen. Da haben wir nur ein Ergebnis von 1 zu 1. Kann ich wegen dem Fluss? Nee. Wir greifen an. Ein Schaden, keiner bei uns. Konnten leider die Armee hier in Shengshou nicht vernichten. Wenn wir in der nächsten Runde weitermachen müssen. Dann ziehen wir mit der 34. Armee vor und greifen dieses chinesische Korps an. Dann haben wir hier für Ergebnisse auch sehr gut. Dann greifen wir mit der Armee hier an. Jawohl. Und wir werden das Korps hier verstärken. Mhm. Kriegen wir den Träger zum Einsatz eigentlich gegen Shengshou? Ja. Kriegen wir. Dann setzen wir unsere Träger gegen Shengshou noch ein, die vorher mal schauen müssen. Dann haben die Armee ausgeschalten. Können jedoch nicht reinziehen. Das heißt, der Chinese wird in der nächsten Runde wieder eine Einheit nach Shengshou bewegen, die aber nicht verschanzt ist. Das wird es uns erleichtern, in der nächsten Runde unser Angriff auf Shengshou weiter fortzuführen. Wo können wir die Träger weiter einsetzen? Hier gegen die 68. chinesische Armee. Wir greifen an. Abhängiger. Unsere Eskorten. Träger geht zurück. Siehst du vor und greifst an. Weiter. Dann bei uns. Dann kommt die Kaga zum Einsatz. Jawohl. Der Leichtträger. Dann werden wir bei der Hiyo die Flugzeuge verstärken. Was haben wir hier für ein Upgrade beim Flugzeugträger? Weiterentwickeltes Flugzeug. Dann werden wir zuallererst die Flugzeuge upgraden für 17 MPP. Und wir werden das Jagdflugzeug ebenfalls upgraden. Weiterentwickeltes Flugzeug und Langstreckenflugzeug. Welche Angriffsmöglichkeiten haben wir hier? Da könnten wir die Armee angreifen, machen wir auch.
Jawohl, 3 Schaden. Einer bei uns. Und dann machen wir einen Austausch mit der Armee. Und können vielleicht die chinesische Armee auslöschen. Nein, leider nicht. Mhm. Kann das Korps hier eigentlich was gegen die Armee bewirken? Wir versuchen es einfach mal. Sieht nicht so aus. Ja. Mal Schaden bekommen. Und jetzt steht bei Tai Zin der Partisan frei. Gehen das Hauptquartier einzog, um den Partisan abdecken zu können. Und wir werden... Ja, die Armee können wir zum Einsatz bringen. Die können wir hier zum Einsatz bringen. Zieh mit der Armee hier vor. Das Korps geht hier zurück. Du gehst hier hin. Und das Korps werden wir in der nächsten Runde upgraden mit Infanteriewaffen Stufe 2. Und können dann die beiden Einheiten hier oben zum Einsatz bringen. Was haben wir noch für Einheiten erhalten bei den Japanern? Da haben wir die erste Yokosuga Fallschirmige Einheit bekommen. Die werden wir bei Tokio aufstellen. Bei der Fallschirmige Einheit weiß ich noch nicht, wo ich sie einsetzen werde. Ursprünglich wurden die japanischen Fallschirmige im Pazifikfeldzug eingesetzt, und zwar im indonesischen Raum. Ich sehe aber hier im Spiel keine große Verwendung für die Fallschirmige dort. Und ich werde die Fallschirmige, mal schauen, vielleicht in Burma einsetzen. Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir nochmal. Dann werden wir schon mal den Homa auf halbautomatisch stellen, damit wir es nicht vergessen. Und ebenfalls den Befehlshaber Mutaguchi auch auf halbautomatisch. Ist der eigentlich auf 2 abgegradet hier? Ja, ist er. Die Einheit ebenfalls. Ja, alle Einheiten. Dann haben wir 248 MBP mit den Japanern. Was können wir noch forschen mit den Japanern? Was würde noch Sinn machen, mit den Japanern zu forschen? Panzerabwehrwaffen? Nein. Weiterentwickelt der Panzer auch nicht. Weiterentwickeltes Flugzeug forschen wir zurzeit. Werra-Bomber auch nicht. Landstreckenflugzeug ja. Weiterentwickeltes U-Boot würde auch Sinn machen bei 2 Einheiten. Artilleriewaffen nein. Erdkampfwaffen ja. Bei den vielen Bombern, die wir in China im Einsatz haben. Mobilität müsste in der nächsten Runde fertig geforscht sein. U-Boot-Jagd wäre auch sinnvoll. Ich weiß nicht, wie viele U-Boote die Alliierten zum Einsatz bringen werden. Luftabwehrwaffen macht auch Sinn. Mhm. Wollen wir noch weiter in die Luftabwehrwaffen forschen? Oder gehen wir in die Logistik, Produktionstechnologie oder Industrietechnologie? Wir müssen schauen, wie viel MPP wir ausgeben. Da wir mit den Japanern noch eine Menge MPP benötigen für die Transporte während des Pazifikfeldzuges. Wir investieren nochmal 150 MPP in die Industrietechnologie. Das ist nicht verkehrt. Und die restlichen MPP behalten wir für die nächste Runde. Dann gehen wir zurück nach Europa. Und wir beenden den Zug. Eine Entscheidung für das Deutsche Reich. Außenministerium Joachim von Ribbentrop. Peru ist mit Ecuador im Krieg und unsere Geheimdienste berichten, dass der peruanische Diktator unsere Erfolge in Europa positiv beurteilt und sogar bewogen werden könnte, der Achse beizutreten, wenn wir ihm Unterstützung senden. Wir wissen, dass die lokalen Kräfte schlecht ausgerüstet sind. Wenn wir also Waffen für 120 MBP liefern, könnte er einer offenen Unterstützung der Achsenmächte gewogen sein. Wir könnten diese Lieferung in neutralen Frachtern liefern, um den Transport zu gewähren. In allen Fällen wäre die USA an den Ereignissen sicherlich interessiert und könnten ihrerseits Offerten unterbreiten, sodass ein Erfolg nicht gewährleistet wäre. Sollen wir Peru unterstützen? Wir schauen in die Information. Keine Details. Wir schauen mal auf die Karte. Welchen Vorteil hätten wir davon, wenn Peru auf Seiten der Achsenmächten wäre? Der einzige Vorteil wäre, dass die Alliierten Einheiten aufwenden müssten, um Peru zu besetzen.
Und der Nachteil wäre sicherlich, dass die USA stärker mobilisieren würde. Daher sehe ich hier keinen großen Vorteil für uns. Und diese 120 MPP sind anderswo sinnvoller einzusetzen. Daher werden wir Nein drücken. Peru schwingt zu den Alliierten. Okay. Griechische Partisanen stören die Versorgung. Handelsstörer der Achsenmächte stören Küstenschifffahrt bei Perth. Ja, da ist mal wieder eines unserer Schiffe dort. U-Boot versenkt Handelsschiffe im St. Lorenzstrom. Und unsere Konvoi-Route aus Norwegen wird wieder angegriffen. Deutsches Reich entwickelt Infanteriewaffen Stufe 2, sehr gut. Wir haben Fortschritte bei der U-Boot-Entwicklung. Die Italiener entwickeln die Infanteriewaffen und haben Fortschritt bei der Industrietechnologie. Japan entwickelt Mobilität Stufe 1 und die amphibische Kriegsführung Stufe 3, sehr gut. Das Deutsche Reich erhält 587 MPP. Wir haben 16 MPP auf der Norwegenroute verloren. Italien bekommt 118 MPP und Japan bekommt 347 MPP. In der nächsten Folge setzen wir unseren Vormarsch an der Ostfront fort, greifen mit unseren Angriffsspitzen Richtung Riga, Minsk und Kiew an. Die sowjetische Baltikflotte unternimmt einen Überraschungsangriff auf unsere schweren Seeeinheiten in der Ostsee und auf dem chinesischen Kriegsschauplatz entbrennt ein harter Kampf um die strategisch wichtige Stadt Zhengzhou. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Mittelberg.